Jetzt ist es offiziell. Vor dem Wiener SP-Vorstand verkündet Michael Häupl erstmals seinen baldigen Rückzug. Er wird nach der Nationalratswahl im Oktober sein Amt als Parteivorsitzender und auch als Bürgermeister an einen Nachfolger übergeben. Häupl überrascht dabei mit einem konkreten Zeitplan. Der SPÖ-Mann kündigt an, bereits einen Tag nach der Nationalratswahl in keine politischen Entscheidungen mehr eingreifen zu wollen. Auch in den Punkten Regierungsbildung im Bund und in der Wiener SPÖ will er sich zurückhalten. Häupl will keinen Kandidaten für seinen Nachfolger empfehlen und auch niemanden blockieren. Somit wird 2017 die politische Ära von Michael Häupl zu Ende gehen. Mit dem Rücktritt Häupls legen sich hoffentlich bald auch die parteiinternen Differenzen. Offen ausgetragene Flügelkämpfe setzen der Partei zuletzt ordentlich zu. Wie es mit der SPÖ weitergehen soll und wer die Nachfolge möglicherweise antritt, lässt Häupl derzeit noch offen.